Dreimal Spanien, zweimal Portugal, einmal Italien und einmal Schottland. Wäre möglich gewesen, um 12.22 Uhr hat Andres Palop dann Spanien gezogen. Für unsere Eintracht geht es im Europa League Achtelfinale gegen Real Betis Sevilla. Über dieses Los möchten wir sprechen und zuallererst mit unserem Sportvorstand, mit Markus Krösche. Grüß dich, Markus. Hi. Markus, fangen wir erstmal an. Von den 7, die drin waren, gab es für dich ein Lieblingslos, womit du so ein bisschen geliebäugelt hast? Nee. Weil ich meine, alle Mannschaften sind gut, haben eine hohe Qualität, von daher war es sowieso klar, dass wir ein schwieriges Los bekommen. Und jetzt haben wir mit Betis eine Mannschaft aus Spanien bekommen, die sehr, sehr gut in der Saison gerade spielt und von daher auch ein schwieriges Los, aber unser Ziel ist natürlich klar, weiterzukommen. Betis Sevilla, du hast es angesprochen, wo der Name gezogen worden ist, was ist dir da als Erster in den Kopf gekommen? Schwieriger Gegner, also weil sie es wirklich sehr gut machen jetzt in der spanischen Liga dieses Jahr, haben eine gute Mannschaft, eine erfahrene Mannschaft und aber gleichzeitig ist es egal, welches Los gekommen wäre, es wäre ein schwieriges Los geworden, von daher nehmen wir es jetzt so an, wie es jetzt ist und unser Ziel ist jetzt zweimal zu gewinnen und weiterzukommen. Real Betis, du hast es angesprochen, stehen auf dem dritten Platz, sind gut dabei, haben aber auch schon gegen einen deutschen Verein gespielt, gegen Bayer Leverkusen. Hast du das Spiel gesehen zufälligerweise oder wie war das? Ja, ich habe die Spiele gesehen, klar. Aber jetzt, das ist letztendlich die Vorbereitung auf das Spiel, macht das Trainerteam mit der Mannschaft. Sicherlich werden wir uns den anderen einen Tipp holen von den Leverkusenern, klar. Weil wir wollen ja alle als deutsche Mannschaft so weit kommen wie möglich. Gut für die Wertung. Genau. Und naja, wie gesagt, aber unser Ziel ist es, beide Spiele zu gewinnen und weiterzukommen. Leverkusen 1-1 im Hinspiel, dann 4-0 das Rückspiel übrigens gewonnen. Es gibt ja eine Änderung im Modus, in dem Sinne, dass die Auswärtstorregel nicht mehr zählt. Wie stehst du dazu? Findest du das gut? Auf der einen Seite ist es natürlich, weil es eine klare Struktur dann gibt. Also das heißt, du musst Spiele gewinnen, um dann auch weiterzukommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer so, wenn du eine Mannschaft hast, die vielleicht niederklassig spielt, dann hast du natürlich über die Auswärtstorregel immer die Möglichkeit, halt auch vielleicht mit keinem Sieg dann auch weiterzukommen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es für den Wettbewerb schon gut, wenn es letztendlich darum geht, um Spiele zu gewinnen. Und von daher passt es, glaube ich, auch so, wie sie es jetzt angemacht haben. Eins war ja auch schon von vornherein klar, dass unsere Eintracht erst auswärts spielt und dann zu Hause. Findest du es einen Vorteil? Man sagt ja öfters mal, ja, das ist schon ganz gut. Wenn es zum Beispiel in eine Verlängerung geht, hast du noch deine eigenen Fans noch im Rücken? Ja gut, letztendlich ist es jetzt so, wie es ist. Also, aber es ist im Großen und Ganzen ist natürlich dann schon, wenn wir ein volles Haus haben, ich hoffe, dass wir dann ein volles Haus haben, dann ist es natürlich schon ein großer Vorteil für uns, klar. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit? Kann man dazu schon was sagen? Also 25.000 sieht ja ganz gut aus. Du sprichst von vollem Haus. Ist das realistisch? Das weiß ich nicht. Das entscheidet ja letztendlich dann auch die Politik. Aber für mich gibt es keine Zweifel, dass es jetzt dann auch so kommen muss. Weil wenn man jetzt sieht, wie sich die Entwicklung jetzt in den letzten Wochen und Monaten anging, auch die Zahlen gehen ja zurück. Und von daher, und andere Länder machen es auch vor. Von daher gehe ich mal stark davon aus, dass wir wieder mit vollen Zuschauern spielen können. Das hört sich doch sehr, sehr vielversprechend an. Wenn du die Chancen beziffern würdest, jetzt Eintracht Frankfurt gegen Real Betis Sevilla, wer kommt weiter? Wie siehst du die Chancen? Weiß ich nicht, wir kommen weiter. Also 51, 49 oder? Ja, es ist ein guter Gegner. Es kommt dann wirklich darauf an, dass wir natürlich ans Limit gehen müssen. Wir müssen eine sehr gute Leistung in beiden Partien abrufen, klar, aber ich bin überzeugt, dass wir weiterkommen. Markus, vielen lieben Dank für deine Einschätzung soweit und gutes Gelingen. Dankeschön. Bevor wir unseren Trainer Oliver Glasner und auch die Spieler zur Auslosung hören, schauen wir uns erstmal Real Betis genauer an und nehmen sie mal etwas unter die Lupe. Das Stadion ist das Estadio Benito Villamarín und die Kapazität dort sind 60.721. 5% dürfen ja normalerweise mit, also das wären knapp 3.000 Adlerträger, die mit nach Sevilla dürften. Real Betis steht derzeit auf einem guten dritten Platz, 46 Punkte auf der Habenseite. Der Tabellenführer Real Madrid hat 57 und sie stehen beispielsweise vor Vereinen wie Atletico Madrid oder auch dem großen FC Barcelona. Trainer ist derzeit ein bekannter Mann, das ist Manuel Pellegrini. Der war unter anderem auch schon bei West Ham United und auch bei Manchester City Coach. Titel haben sie auch schon vorzuweisen, einmal spanischer Meister, das war schon sehr lange her, 34, 35 und zweimal spanischer Pokalsieger, zuletzt 2004 und 2005. Der bekannteste Spieler von Real Betis ist wahrscheinlich Nabil Fekir, hat unter anderem bei Olympique Lyon schon gespielt, französischer Nationalspieler und so ein bisschen das Gehirn
der Mannschaft von Real Betis Sevilla. Was die Spieler und auch die Fans, die möglicherweise vor Ort sind, erwartet, das haben wir für euch vorbereitet mit einer kleinen Stadion- und Stadttour. Sieht doch schon wirklich vielversprechend aus. Und die positive Nachricht ist, dass in Spanien auch demnächst 100% Auslastung sein wird. Also jede Menge Fans dann mit in Sevilla. Apropos Sevilla, bisher gab es noch kein einziges Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Real Betis. Und natürlich, auch aus diesem Grund, ist die Vorfreude der Fans sehr, sehr groß. Wir haben ja in die Social-Media-Kanäle geguckt. Stefan Maas hat geschrieben, gute, spannendes Los und eine schöne Reise. Da können wir schon den Endspielort mal anschauen, Forza SGE. Hoffen wir, dass es soweit kommt. Nico Feltes hat geschrieben, in Facebook, sehr geiles Los haben wir da gezogen, werden zwei geile Spiele. Und dann geht es auch schon in die nächste Runde. Und noch einen dritten Kommentar von Fabian Pakulat auf Twitter. Auf dieses Duell freue ich mich besonders. Real Betis ist im Moment extrem stark. Vielleicht spielen sie unter Pellegrini sogar etwas über ihren Verhältnissen, während bei der Eintracht gerade was zusammenwächst. Sehe die Spanier aktuell leicht im Vorteil. Also das werden wir sehen, wer da wirklich die Nase vorne hat. Unsere Adlerträger haben heute Morgen noch trainiert und sind gerade rechtzeitig zur Auslosung vom Trainingsplatz runtergekommen. Und Marc Hinnelang hat sie und den Coach natürlich befragt, was sie von Real Betis Sevilla halten. Ja, spannend, weil wir dann ganz als letzte Mannschaft gezogen wurden. Da stand ja die Paarung dann schon fest. Aber ja, ein sehr, sehr attraktives Los. Spanischer Fußball ist immer richtig guter, schöner Fußball und auch ein tolles Stadion. Ich war schon mal in dem Stadion als Zuseher allerdings. Und deswegen ja, freuen wir uns jetzt dann auf die Europa-League-Duelle. Wenn Außenstehende sagen, es ist natürlich ein Traditionsverein, aber nicht der ganz große Name aus Spanien. Aber ich glaube, die unterschätzen, wer Platz 3 in Spanien aktuell belegt, dann muss wirklich eine gute Mannschaft haben. Wo siehst du die Stärken? Weißt du schon viel über die? Nein, ich weiß eigentlich noch gar nichts. Habe jetzt ein bisschen nachgesehen. Ja, Nabil Fekir kennt man, Hector Bellerin kennt man oder jetzt so auf den ersten Blick. Sie waren ja mit Leverkusen in der Gruppe und haben da zu Hause 1-1 gespielt. Zwar in Leverkusen dann 4-0 verloren, aber beide Spiele waren, haben wir jetzt so mal angesehen, Schussverhältnis, Ballbesitz war eigentlich Real Betis in beiden Spielen überlegen. Und deswegen, ja, das wird eine harte Nuss, aber klar, Europa League Achtelfinale. Wir wollen uns mit den Besten in der Europa League messen und dazu gehört Betis Sevilla und dazu gehören wir. Und deswegen, ja, wirklich eine große Vorfreude auf diese Spiele. Rückspiel zu Hause, kleiner Vorteil vielleicht? Die Auswärtstorregel gibt es ja nicht mehr, deswegen weiß ich es nicht, wie sich das dann auswirkt. Aber natürlich für uns auch gut, weil wir hoffen doch dann, je länger es sich in März reinzieht, umso, denke ich, größer die Wahrscheinlichkeiten, hier vielleicht auch ein volles Haus zu haben. Das wäre dann schon nochmal extra Energie für uns, die wir sicherlich dann auch, die uns gut tut. Ja, ist ein super interessantes, attraktives Los, Top-Gegner, aber wenn man die anderen Mannschaften in der, im Achtelfinale sieht, dann war es fast egal, wie man das sieht. Und ja, wir freuen uns auf Spanien, hoffentlich Sonne und dass wir ein gutes Ergebnis mit nach Frankfurt bringen. Die sind Dritter in Spanien. Was weißt du über die Mannschaft? Haben wir in der Vorrunde auch gegen Leverkusen gespielt? Hast du irgendwas gesehen schon? Ja, spielerisch gut. Marc Bartra, mit dem ich in Dortmund zusammengespielt habe. Auch viele Topspieler. Nabil Fekir, um nur einen jetzt zu nennen. Aber ja, wir müssen alles abrufen, um da eine Runde weiterkommen zu kommen. Bueno, yo creo que es un buen equipo. Ja, es ist ein Gegner, den er aus der spanischen Liga kennt. Der hat damals da gespielt, hat den Verein so ein bisschen auch kennengelernt. Es ist ein Traditionsverein und an dem Spiel wird es entscheidend sein, wer die Fehler vom anderen am besten ausnutzt. Was kann er uns sagen so zum Stadion, auch zur Stimmung im Stadion und generell, wie dort das Spiel angelegt ist?
In Sevilla, na klar, gibt es ein spezielles Fußballambiente, gerade auch die Derbys, FC Sevilla, Betis Sevilla, die sind in Spanien sehr, sehr emotional. Aber auch das Stadion und die ganze Atmosphäre in der Stadt, das ist eine Fußballstadt. Und das wird ein Highlight für die Mannschaft, auch die in diesem Ambiente Fußball zu spielen. Tener ese ambiente y jugar un partido de esta fase con ese ambiente que se vive ahí en Sevilla, ¿no? Im Idealfall fahren wir noch ein zweites Mal dahin. Ja, klar. Er wird sich freuen, auch im Sánchez Pizjuán. Das ist das Stadion vom FC Sevilla, wo das Endspiel stattfindet. Da würde er sich riesig freuen, da, na klar, zu spielen und zweimal die Stadt zu besuchen. Nochmal nach Sevilla, sagt Rafa Boré. Kann entweder gegen den FC Sevilla sein oder fürs Finale gedacht. Mal schauen, wie es da ausgeht. Unsere Eintracht, die hat die Gruppe D gewonnen. Aber wie ist denn Real Betis Sevilla ins Achtelfinale gekommen? Das schauen wir uns jetzt mal mit einer kleinen Grafik an. Also zunächst natürlich die Gruppe G gespielt. Dort unter anderem, das haben wir mit Markus Krösche auch schon besprochen, auf Bayer Leverkusen getroffen, haben den zweiten Platz erzielt, haben Celtic Glasgow und Budapest hinter sich gelassen, am Ende 10 Punkte und knapp also den zweiten Platz erreicht in der Gruppe G. Im Achtelfinale sind sie dann auf Zenit St. Petersburg getroffen, Hinspiel 3:2 in Russland gewonnen und im Rückspiel dann gestern Abend knapp 0:0, also war nicht ganz souverän, aber sie haben es geschafft und somit treffen sie also auf unsere Adlerträger im Achtelfinale. Die Spieltermine unserer Adlerträger, die stehen bereits fest. Das Hinspiel am 9. März in Spanien. Jetzt wird der eine oder andere auf den Kalender gucken und sagen, 9. März, das ist doch ein Mittwoch. Ja, das ist korrekt, denn bei der UEFA dürfen nicht zeitgleich zwei Spiele an einem Abend sein. Und der FC Sevilla ist ja unter anderem auch noch im Wettbewerb. Das heißt also, unsere Eintracht trifft am 9. März, am Mittwochabend um 18.45 Uhr auf Real Betis. Das Rückspiel am 17. März dann hier zu Hause im Deutsche Bank Park. Wir blicken nochmal auf die anderen Europa League Duelle. Leipzig gegen Spartak Moskau, Sporting Braga gegen AS Monaco, FC Porto trifft auf Olympique Lyon, Atalanta Bergamo, unsere Freunde aus Italien, spielen gegen Bayer Leverkusen, der FC Sevilla, das ist die andere Partie, also die kann der ein oder andere Eintracht-Fan dann einen Tag später auch noch angucken, gegen West Ham United, FC Barcelona trifft auf Galatasaray Istanbul und die Glasgow Rangers spielen gegen Roter Stern Belgrad. Also das ist das Tableau, die Europa League Achtelfinals. Das war's mit unserem Update zur Auslosung der Europa League. Wir freuen uns auf spannende Duelle mit Real Betis Sevilla. Um euch für das Achtelfinale gegen die Spanier noch heiß zu machen, gibt's jetzt alle Tore von unserem Gruppensieg in der Gruppe D. Viel Spaß dabei und wir sehen uns dann in Sevilla. Ciao. Kostic, der im Laufduell, ist schon im 16er, muss quer spielen. Lammers, Tor! Der Kontakt oben. Oh unten. Ja, das ist ein Elfmeter. Alle sind bereit. Paciencia läuft an. Tippelschritte. Paciencia! Ja! Ja! Und da laufen sie alle Richtung Fankurve. Es gibt Elfmeter. Anlauf und Tor. Oben links. Ein richtig cool verwandelter Elfmeter. Jetzt nochmal der Ball in die Mitte. Abgelegt. Möglichkeit. Tor. 2:1. Almami Touré drückt den Ball über die Linie. Unsicherheit vom Torhüter. Cabana! Tor! Tor! 3:1 für die Eintracht! Mal tief auf Boré, der ja kurz gekommen ist. 25 Meter vom Tor. Cabana! Abschluss! Tor! Tor! Ausgleich! Wunderschöner Ball da auf Cabana, der eingelaufen ist hinter die Abwehr. Geht jetzt auf und nach vorne in den Strafraum. Ist schon im Strafraum. Bringt den Ball zur Mitte. Da kommt er! Holge! Tor! Tor! 2:1! 2:1! Jetzt kommt der Ball in die Mitte und das ist die Chance für das Tor! 1:0 für die Eintracht! Daichi Kamada! Achtung, Paciencia, mit der kommt man! Wow! Tor! Tor! Paciencia macht den Ausgleich! Ja, gute Chance für Sau und dann das 1:0. Als Gruppenerster weiter.